Hallihallo, hier ist Anne mit Mia Tipps für Fokus verändern in Choreografie, die ich jetzt schon gelernt habe oder die ich oft und gerne für mich selbst so tanze. Ein Beispiel wäre der Ignite Routine und mein Hüftgelenkfokus, die da einen sehr schönen und robusten Fokus bietet, es zu verändern und sagen, heute Fokus Brustkorb und Absicht, meinen Atem tiefer in meinen Körper zu bringen, mit meinem unteren Bauch zu atmen. Dann kann ich schon in der Step-In, der Original ist ja so, dann mache ich so, Brustkorb, am Anfang schon. Und dann bringe ich immer wieder Aufmerksamkeit in diese Region hinein. Und ich kann sogar der Shimmy in drei verschiedene Tempos bringen. So ein Beispiel, der Original. Und dann kommt die Hüfte, richtig? That's how we do it. Und dann will ich ja meinen Fokus und Absicht in die Bewegung bringen. Da bringe ich ein Shimmy nach unten. Oder ich bringe eine Brustkorbbewegung hier oben in mein A-Stance, wo der Hüftbewegung kommt mit Bumps und Kreisen, Bumps and Circles. Da mache ich stattdessen Chest Isolations, Side Side und Front and Back. Dann sogar ein Warm-Up-Shimmy in Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3. Und da ist natürlich meine Kreativität absolut stimuliert und ich kann diese Freude an Choreografien, die zentriert sind im Körper, richtig teilen. Und meine langjährige Teilnehmer und neue Teilnehmer bei mir was mitgeben. Ja? So, Ignite Focus, Hips auf Brustkorb umstellen und die Atmung tiefer bringen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao!